sagen, wir führen eine Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer ganz hoch ein. Das sind Sachen, die lange versucht werden. Wenn Sie das wichtig finden, tun Sie das. Ich habe da nichts dagegen. Mit dem Grundeinkommen passieren ganz andere Sachen. Mit einem Grundeinkommen hat endlich diejenige, die nämlich die Klos putzt, die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, mein Lieber, ich habe ein Grundeinkommen, ich muss das nicht, ich kann auch Nein sagen und das kann jeder in der Gesellschaft. Wenn wir diese Arbeiten aber brauchen, dann will ich dafür ein anständiges Einkommen. Und dann haben Sie aus Ihrem systemischen Systemdenken, wo andere eingebaut werden, abgegeben an die Selbstständigkeit des Einzelnen, dann haben Sie freigegeben, auch Ihr Anliegen an soziale Gerechtigkeit freigegeben und es den Menschen zugetraut, dem Menschen selbst und der Verhandlung zwischen den Menschen. Dann gibt es nicht mehr schlecht bezahlte, dreckige Arbeit. Denn die Arbeit ist heute dreckig natürlich auch, weil man immer denkt, wenn jemand was Dreckiges macht, wird er dreckig bezahlt, wird auch als Dreck angesehen. Das ist das Dreckige. Die Arbeit ist nämlich hoch sinnvoll. Sonst müsste man sie nicht machen. Macht doch mal euren Geist frei. Wenn es Arbeit gibt, die unmenschlich ist, dann machen wir dafür Maschinen. Das ist überhaupt das Ding seit 100 Jahren, woran wir am allermeisten arbeiten, dass die Menschen befreit werden von schwerer, schmutziger, gefährlicher Drecksarbeit. Das ist unser Erfolg. Darum braucht es auch gar nicht mehr so viele Menschen. Jetzt gibt es aber Arbeiten, vor allen Dingen im Sozialen, im Service, in der Pflege und so weiter, die kannst du nicht ersetzen. Die sind aber hoch wertvoll gesellschaftlich. Weil wenn die Klos überall stinken, in Restaurants oder in der Firma, dann ist das widerwärtig. Wieso zahlt man nicht 10.000 Franken für jemanden, der diese wahnsinnig wichtige, hygienische, sozial maßgebliche Arbeit macht? Warum denn nicht? Weil Leute da sitzen, die sagen, wir wollen kein Grundeinkommen,